Oh, hier sind die. Hat soeben eine neue Stufe erreicht. Dann wollen wir mal sehen. Das ist sehr gut. So, welche positive Eigenschaft? Was haben wir? Fingerfertigkeit ist mies. Intuition. Klugheit. Charisma. Ja, ich würde sagen, nochmal die Klugheit erhöhen, oder? Klugheit habe ich doch letztes Mal schon geguckt. War doch irgendwie bei den Kampfzaubern auch recht angesagt. Meine ich zumindest. Da, Kampfzauber. Blitz, ich finde, ist einmal Klugheit drin. Intuition, Gewandtheit. Ja gut, der Zauber, den kann sie aber auch jetzt schon ziemlich hoch. Der Donnerkeil und der Ignifaxius. Klugheit, Gewandtheit und dann Körperkraft oder Fingerfertigkeit. Ja, der Flammenstrahl, der braucht noch Fingerfertigkeit ein bisschen. Das könnte ich eigentlich mal auf 10 steigern, ne? Ansonsten hat die Klugheit. Was braucht die denn hier für diesen, für den Bewegungszauber da hier, den Transversalis. Klugheit und zweimal Körperkraft. Ja, Klugheit 14 ist aber auch eigentlich angebracht, oder? Für eine Magierin. Mut? Ah, Mut 9, aber ja, Mut für die Zauber braucht sie den Mut nicht. Ich finde, die kann ruhig ein bisschen ängstlich bleiben. Ich glaube, Mut ist so. Ja, es ist ja hier noch das DSA-3-System, da ist das ja auch noch so ein bisschen. Da brauchen Magier ja fast alles. Weil in den Zaubern ist ja, wie gesagt, auch so ein Quatsch drin wie Körperkraft und so. Herr über das Tierreich, die ganzen Beherrschungszauber, da braucht man Mut für. Oder Heilung braucht man auch Mut für, aber ich würde, glaube ich, niemanden magisch heilen mit ihr, weil die Astralpunkte viel zu wertvoll sind. Ach, für den Fluchzauber, ja. Antimagie, Beherrschung brechen, was war denn das? Verwandlung beenden war das? Verwandlung beenden, ja. Da braucht sie Mut, Klugheit und Charisma. Ja, ich würde tatsächlich nochmal Klugheit sagen, oder? Fingerfertigkeit weiß ich nicht. Das ist so. Braucht die halt für den Ignifaxius, aber da kann man ja auch einfach den Wert gleich nochmal ein bisschen hochheben. Und Klugheit braucht die fast in jedem Spruch. Ich nehme mal Klugheit nochmal. So. Welche negative Eigenschaft soll gesenkt werden? Ja, ich würde mal sagen Neugier, oder? Wie sieht es denn mit Totenangst? Ist jetzt auf 1 wegen diesem Gürtel, aber sonst auf 5. Ja, obwohl Höhenangst und Raumangst und so. Ich probiere mal die Höhenangst zu senken. Ah, nicht geklappt. Schade. Magierresistenz hat sich auf 10 verändert. 7 Punkte zur Verteilung von Lebensenergie und Astralenergie. Wie viele davon sollen auf die Lebensenergie? Dann würde ich 2. Oder? Ja, 2 auf Lebensenergie und dann habe ich die Astralenergie auf 70. Ja, so mache ich das. So. Wollen Sie mal zugunsten Ihrer Astralenergie 10 Steigerungen der Zauberfertigkeiten verzichten? Ja, das mache ich auch. So. Möchten Sie Steigerungsversuche umwandeln? Ah, wie war das denn jetzt letztlich? Ich habe ja letztes Mal schon irgendeinen Stufenanstieg gemacht. Ich glaube auch mit ihr. Und da habe ich mir gesagt, ich mache das beim nächsten Mal, glaube ich, nicht wieder. Oder? Ich habe gesagt, ich mache das beim nächsten Mal mit ihr. Ich weiß es nicht mehr. Ah, jetzt sind die Zauber aber schon so hoch, dass ich mehr Versuche brauche, um die Zauber zu steigern. Ich glaube, ich mache das. Ich wandle um, ja. Und zwar, wie viele Zaubersteigerungen wollen Sie in Talentsteigerungen umwandeln? Keine. Und Talentsteigerungen in Zauber? 5. So, dann habe ich jetzt zwar hier nur noch 10. Aber Sperre nochmal hochsetzen. Versuchen zumindest. Ach, erstmal die Intuitionssachen hier unten.
das hat ja geklappt. So, sehr gut. So, jetzt probiere ich hier nochmal die Sperre. Hat auch geklappt. Da gehe ich dann immer auf Parade, falls sie angegriffen wird. Gut, und dann Körper klettern und sowas habe ich hier noch gar nicht gemacht. Körperbeherrschung auf 0. Nächstes Mal so ein Pünktchen reinsetzen. Aber Handwerk ist, glaube ich, viel wichtiger. Und Alchemie, genau. Obwohl, Alchemie will ich ja sowieso nicht machen. Das ist ja nicht Quatsch. Na gut, so, Heilkunde Wunden. Das sollte sie natürlich auch so ein bisschen können. Und ist auch gleich schon vorbei hier mit Zeug. Ich könnte aber hier, genau, Magiekunde. Das ist mir nämlich jetzt mal auf, ist zwar schon auf 10. Aber die Chance, dass ich das jetzt noch steigere, ist natürlich relativ klein. Weil ich probiere es zumindest. Weil ich glaube, darauf wird gewürfelt, wenn man diesen Analysezauber macht. Na, hat nicht geklappt, schade. Ah. Ja, aber wenn man Aberglaube gesenkt kriegt, dann steigt die Magierresistenz um 2 Punkte, das stimmt. Der Aberglaube wird bei der Formel, glaube ich, doppelt abgezogen. Allerdings bei Aberglaube 3 ist es noch unwahrscheinlicher als bei Raumangst oder Höhenangst 5, dass das klappt mit dem Senken. Von daher, das wird ja leider gewürfelt. Gott sei Dank wird hier bei den guten Eigenschaften nicht gewürfelt. Das fände ich richtig doof. Das steigt ja dann einfach. Ich glaube, Maximalwert ist 18. Aber da habe ich ja noch ein bisschen Zeit. So, Antimagie. War Verwandlung oder Beherrschung brechen? Nee, Verwandlung war das, oder? Muss ich mal gucken. Ja, Verwandlung beenden. Ja. Ja, komm. Mal gucken. Ach je, die kann das nur einen Punkt steigern pro Stufe. Dann brauche ich mit der da gar nicht weitermachen. Das können wir mal schön vergessen jetzt. Das lassen wir. So, ich würde sagen, ich fange mit den Kampfzaubern an, weil Kampfzauber ist ja das, was eigentlich so ihr Ding ist. Da kann sie jeden um 3 Punkte steigern, wenn es denn klappt. So, oh geil, Ignifaxius direkt um 3 Punkte, hat super funktioniert. Der Fulminictus ist schon auf 13. Ich probiere es trotzdem. Ich habe ja jetzt genug Steigerungsversuche. Schade, das hat nicht geklappt. Und den Blitz hier oben. Ja, 14 ist aber auch schon. 15 ist, glaube ich, schon so ziemlich hoch. Ich glaube, mit 3W6 würfelt man da. Also maximal geht 18 und da muss man dann schon mit 3W6 eine 18 würfeln. Und das ist schon... Naja. So. Das war das dann... Ich glaube, das sind schon die 3 Zauber, die ich hier mal mache. Genau. Schlösser öffnen, Bewegung ist das. So, Foramen, Foraminor. Aber der ist auch schon auf 8. Auch das hat nicht geklappt. Ah, schade. Noch einer geht nicht, nee. Motorikus, den habe ich auch schon mal irgendwann... Oh, hier, den Transversales, genau. Den muss ich natürlich jetzt sehen, dass ich den noch höher bekomme. In Teil 3 habe ich gar nicht so gut gespielt. Also Alchemist wird dann da doch interessant, oder was? Also Teil 3 habe ich damals nur mal kurz angespielt. Das hat mich dann aber nicht so ganz abgeholt. Da war ich schon so ein bisschen auf den 3D-Trip. Zu der Zeit und da war mir dann die Grafik ein bisschen altbacken und mittlerweile, also ich mag ja wieder alte Grafik, von daher, also so Pixel-Grafik finde ich super. Sonst würde ich das Spiel ja nicht spielen und deswegen will ich ja den Teil 3 jetzt mal machen. Aber da braucht man dann nicht irgendwie wochenlang irgendwo in irgendeiner Taverne alleine sitzen, bis dann da der Trank fertig ist. Weil das ist ja hier in diesem Teil jetzt wohl noch so. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe es halt gelesen, dass es so ist. So. Dämonologie, da war doch auch noch irgendwas. Den Skeletarius, den wollte ich ja mal irgendwann anwenden. Und so langsam könnte ich den auch mal versuchen, glaube ich. So, Beherrschung, da war doch auch irgendwas. Einmal der Banbaladin und der Horophobus. Die kann ich auch immer nur einen Punkt... Das macht aber nichts. Ah, oh, komm schon. Auf 4.
Hallo? 2W6 über eine 4 würfeln, das wird ja wohl gehen. Hm. Aha, so. Die Beherrschungszauber, die müssen nämlich immer schön hoch sein, weil die würfeln immer gegen Magierresistenz. Hinter 3 ist es noch schlimmer. Da wartest du teilweise Tage, bis ein Event triggert. Aha. Hm. Dann freue ich. Also so richtig drauf freuen tue ich mich nicht, weil der ja nur in der Stadt spielt, glaube ich. Da ist ja überhaupt keine Außenkarte mehr. Warum auch immer. Weil das fand ich nämlich immer das Spannendste bei dem Spiel. Und auch so das Interessanteste. Deswegen gefällt mir der Teil 2 auch sehr gut. Den habe ich auch relativ weit gespielt, aber nie durchgespielt. Das hier habe ich schon mal durchgeschafft. Aber den Teil 2 meine ich dann nicht mehr. Na gut, so, weiter geht's. Bewegung war ich, Heilung, ich glaube, ein Balsam, genau. Jetzt habe ich nur 11 Versuche. In Clarum Purum kann ich hier auch mal machen, genau. Hellsicht, genau, so, hier, den Analyse. Oh, beinahe vergessen, ey, die wichtigsten Zauber. Und ich habe nur 7 Steigerungsversuche. So, dann probiere ich jetzt mit den restlichen 6 hier zumindest noch den Penetritzel. Den finde ich sogar fast noch wichtiger. Und die Chancen sind höher, dass der hochgeht. Ja, tatsächlich. Ja, super, ey, geschafft. So, und dann den Odem Arcanum natürlich. Mäh. Ach, komm schon. Hurra, geschafft. So, jetzt habe ich noch einen. Ich habe bestimmt irgendeinen Zauber vergessen, wo ich sage, den brauche ich eigentlich unbedingt. Eisenrost vielleicht. Also hier die Kampfzauber, die sind schon ordentlich, muss ich sagen. Da werde ich jetzt beim nächsten Stufenanstieg wahrscheinlich nur noch versuchen, den Ictifaxius und dann den Blitz und den Fulminictus einmal versuchen, ob es klappt. Einfach nur, weil ich es kann. So, Verständigung, Verwandlung, Armatrus vielleicht, ah, weiß ich nicht, Veränderungen. Ja, Flimflam brauche ich jetzt nicht mehr, ich habe ja genug Zeugs, dass das macht. Antimagie, vielleicht sollte ich mich doch hier ein bisschen mehr auf manche Sachen. Was macht denn der Destructibo? Macht der irgendwie magische Gegenstände kaputt oder sowas? Und ist er im Spiel überhaupt implementiert? Kommt ja noch erschwerend hinzu. Der Acceleratus ist gut. Wie wirkt sich der denn aus? Kann man dann öfter angreifen? Oder kennen halt nur von der Pen-and-Paper-Vorlage. Ah, die Helden kommen öfter dran. Das klingt ja echt nicht schlecht, ne? Wo war der denn? Bewegung? Ah, okay, den habe ich auf minus 6. Na, komm. Nee, wenn man den dann einmal macht, weiß ich nicht. Dann brauche ich 4 Versuche, habe so viel Astralenergie verbrannt, da habe ich dann sowieso keine Lust drauf. Andererseits. Einerseits, aber andererseits. Macht ja auch keinen Sinn, jetzt irgendwas anderes noch zu machen, nur einfach, damit man diesen Punkt wegkriegt, ne? Könnte man ihn ja schon in irgendwas stecken, was sinnvoll ist. So, was habe ich denn gerade für einen Zauber gesucht? Ich hatte doch gerade irgendwas, was ich nachgucken wollte. Über Eis und über Schnee. Foramen, Motorikus, bla bla bla. Transversalis habe ich ja schon probiert, habe ich ja. Geht ja jetzt nicht mehr. Ach, hier bei Antimagie war das, oder? Das Einzige, was bei Antimagie funktionierte. Destributo, das wollte ich gucken. Entzieht ein magisches Artefakt die Astralenergie und macht es wirkungslos. Nee, komm, dann lieber hier, du hast recht. Den Acceleratus, dann kann sie ihn wenigstens. Und weiter geht's. So, dann können wir jetzt den Dungeon noch hier ein bisschen erkunden. So, wir haben den Despoter-Schatz gefunden.
Das ist ja gut. Da gab es Punkte für. Das ist auch gut. Aber die Karte sieht mir nicht so aus, als wäre sie zu Ende erforscht. Hier hinten geht es ja noch weiter. Wieso ist hier der Despotaschatz mittendrin? Das ist mir doch alles zu eigenartig hier. Ich gehe mal weiter. Hier geht es doch einmal komplett rum. Achtet auf die Fallen, oder wie war das? Hier stehen zwei Fi was? Figurien, die offensichtlich Torvala darstellen. Wollt ihr sie näher betrachten? Ja. Alkrosch fühlt einen stechenden Schmerz in der Hand, der jedoch vorüber ist, als er die Figürchen wieder loslässt. Dabei hat er sie allerdings nicht bewegen können. Okay. Ah! Und plötzlich waren sie da. Die Piraten. Ach komm. Den Spaß mache ich mir. Jetzt wird hier mal ein ordentlicher Kampfzauber geschmissen. Ein Fulminictus. So, Zwerg nach unten. Oh, einen Bewegungspunkt hat er noch. Dann gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Warum hat die denn jetzt schon wieder nur noch einen Bewegungspunkt? Was ist denn jetzt schon wieder? Ach ja, klar, ich habe ja den Schatz geplündert und habe natürlich danach nicht nachgeguckt, wie viele Bewegungspunkte noch wer hat. Hat eine Steckdose gegriffen, genau. Ja gut, da muss ich jetzt halt aussetzen. Ich hoffe, die anderen können sich wenigstens einigermaßen bewegen. Okay. Ja, da unten mache ich jetzt gleich mit Pfeil und Bogen weiter. Na, sie wartet jetzt noch. So, das wird schon hinhauen hier. Der Zwerg wird jetzt da von beiden Seiten gleich lustig beömmelt. So. Ne, den wollte ich gar nicht. Moment. Ah, jetzt komme ich nicht mehr raus. Schade. Aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Einmal gesagt, man will angreifen, dann war es das. So, dann bewege ich mich mal hier so rüber. Kann ich da zumindest jetzt mal so einen Blitz hochzaubern? Ja, sie muss ja jetzt abwarten. Zaubern. Kampf. Blitz. Ah, Mist. Hat nicht geklappt. So gut ist sie noch nicht im Blitzeschleudern. Oh. Und sie hat ganz schön Lebensenergie verloren. Mein lieber Mann. Die Piraten, mit denen ist aber nicht gut Kirschen essen, muss ich sagen. So, das hat er jetzt davon. Und der flüchtet doch bestimmt auch gleich da unten. Wenn er nicht vorher stirbt. So, oh. Ach, die Waffen sind ja vergiftet, klar. Ja, der Alkorosch hat gerade durch einen Patzer wohl einen Angriff bekommen und hat dann mit 26 Schadenspunkten den anderen auch zu Boron geschickt. Das ist ja eine ordentliche Leistung, würde ich sagen. So, sichern. Ja, abwarten. Nochmal abwarten. Jetzt ist noch einer da. So, wenn die Torwallerin nochmal dran ist, geht sie aus der Schusslinie. Zwerg nach oben. Aber ich glaube, ach, sie hat ja auch eine vergiftete Waffe. Von daher, alles gut. Okay. Ja, läuft immer noch. Hallo Florian, willkommen zurück. Wir haben den Despota-Schatz gefunden. Und wir sind hoffnungslos überladen. Mal wieder. Das Catnip, mal schauen, ob es magisch ist. Genau. Das wollte ich nämlich. Das wollte ich auf jeden Fall machen. Weil ich meine, mich da an sowas erinnern zu können. So. Also, Zauber sprechen. Jetzt habe ich natürlich gerade durch den Kampfzauber ein wenig Magie verschwendet. Aber nun. Hellsicht. Ich mache sofort den Analyse. Der verrät mir ja auch, ob es magisch ist oder nicht.
Tut mir leid, ich kann nicht sagen, was für ein Zauber angewendet wurde. Aber es ist magisch auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wenn ich es einfach anlege, ob das Kettenhemd dann trotzdem seine Wirkung entfaltet. Hätte ich doch gerade mal mehr Punkte in Magiekunde gesteckt. So, ach, du wolltest gleich schlafen gehen? Oh, wir haben schon wieder 0 Uhr. Hallo, hallo. Ich lege es einfach mal an. So. Rüstungsschutz 7. Ach, die hat ihr Limit erreicht. Okay. Tauschen wir es aus. Rüstungsschutz 8. Es macht zumindest mal einen Punkt mehr. Dann behält sie das an und das hier können wir dann hier irgendwie mal wegschmeißen oder so. Oder ich kann es ihr anziehen hier. Da hat sie Rüstungsschutz 6. Wer weiß aber, was da noch für ein Zauber drauf liegt. Schade, dass man es nirgendwo analysieren lassen kann. Man kann das, glaube ich, nur selber machen in dem Spiel. Ja, aber schön, dass du nochmal reinschaust. So. Ich glaube, die Lederrüstung schmeiße ich einfach weg. Jetzt muss ich nochmal prüfen hier, wie das mit den Bewegungspunkten ist. So, jetzt haben sie wieder alle welche. Okay. Dann kann ich mich ja weiter wagen. Oh, wie ist das mit der Munition? Ich könnte hier nochmal 10 Pfeile drauf packen, damit hier so langsam die Munitionsvorräte zur Neige gehen. Oder 15 Pfeile vielleicht sogar. So. Okay. Weiter geht's. Hier ist Ende, das glaube ich nicht. Hier muss doch irgendwo muss doch hier ein Geheimgang sein. Sage ich immer. Aber hier ist so ein Loch. Da muss irgendwas sein. Ich prüfe das. Aber ich will nicht hier raus, ehe ich das nicht weiß. Aber ich muss den Geheimgang eigentlich gar nicht finden. Ich habe doch eine Magierin dabei. Und diese Magierin ist doch jetzt Expertin. Expertin in Penetritzel, Holz- und Steinzauberei. So, warum sind die Zaubertränke hier? So, mal 10 Astralpunkte dazu. Zaubersprechen. Hellsicht. Penetritzel. So. Jetzt kann ich hinter die Wand schauen und sehe, da ist schon mal nichts. Okay. Dann gehe ich jetzt mal... Nee, hier bringt es nichts, oder? Hier oben könnte es was bringen. Oder hier, da, wo der Schatz lag. Vielleicht ist das hier doch einfach nur nichts. Aber hier kann schon mal kein Geheimgang sein, weil das hier ist eine Doppelwand. Wenn, dann könnte es hier höchstens sein. Aber vielleicht ist da doch nichts. Mal gucken. Mich verwirrt das nur mit diesen Statuen. Ah nein! Ah, ich wollte auch gar nicht so weit gehen. Das ist doch die Falle. Aber ich glaube, er ist ausgewichen. Jetzt habe ich so schnell weggedrückt wieder. So, hier zauber ich das nochmal. Hellsicht. Nee, das scheint tatsächlich nichts zu sein. Okay. Dann gibt es wohl doch Stellen im Spiel, wo einfach eine Wand ist. Ja gut. So, zurück. Plötzlich kommt mit Kreischen die Scheibe aus der Decke. Alkrosch, bla bla, sie verletzt ihn schwer. Ja, jetzt hat es natürlich nicht geklappt mit dem Ausweichen. Na gut, aber hier alles andere hatte ich ja. Ich könnte hier den Zauber nochmal anwenden, aber da wird nichts mehr sein. Ich denke nicht. Ich würde sagen, der Dungeon ist durch. Ich hab's geschafft. Ich könnte mich höchstens jetzt zum Eingang hier teleportieren, damit ich nicht durch alle Fallen durchlatschen muss. Aber irgendwie... Ja, der Zwerg muss ja auch irgendwie mal abgehärtet werden. So, hier war wieder drüber springen natürlich. So. Firutin ist zu kurz gesprungen, hat dabei den Boden nachgegeben und Speergrube und Aua und... Der arme Firutin. Der Einzige, der was taugt in der Gruppe. Ah, ich glaube, ich setze einfach, ich gehe auf Risiko und laufe jetzt so weiter. Kein Heiltrank verschwinden. Das muss man alles wieder auffüllen, das ist alles so teuer.
So. Hier muss ich nochmal gucken, ob da irgendwas ist. Bei diesem Bierfass hier. Ich stelle mich gleich hier hin und dann mache ich nochmal diesen Zauber. So, ich laufe jetzt da geradeaus hoch, dann da rum. Okay. Aua, Falle. So, hier geht's rum. Nochmal Falle. Oh, jetzt wird's aber langsam knapp. Soll ich vielleicht... Ich speichere mal ab. Nur mal so. Zwischenspeichern. Aha, eine verbuggte Tür. Ja, diese Bugbeschreibung bei dem Spiel, da braucht man nicht so drauf achten. Das ist die Good Old Games Version. Diese Bugbeschreibungen beziehen sich meistens auf die Diskettenversion und teilweise auf die CD-ROM-Version. Die ist hier schon ziemlich gepatcht. Also ich hätte normalerweise, also wenn man in dieser Spinnenhöhle wohl dieses Spinnengelege anzündet und dann schnell aus der Höhle flüchtet, dann stirbt man trotzdem in der Diskettenversion durch einen Bug. In der nächsten Stadt, dann kriegt man trotzdem diesen permanenten Schaden, der dann immer wieder tickt und dann ist man irgendwann komplett tot. Genauso, wenn man den Dämon auf dem Geisterschiff vernichtet und dann vom Geisterschiff runterfliegt, dann stirbt man wohl trotzdem, sobald man in der nächsten Stadt ist, weil sind das so richtig miese Bugs wohl. Und die sind aber in dieser Version anscheinend behoben, weil hier hatte ich die Probleme ja nicht. Und ja, wie gesagt, dass ich in diesem einen Dungeon, den ich letztes Mal nicht richtig gelöst habe, bei den Piraten, ja, da musste ich an einer Stelle irgendwas Effort-Gefälliges opfern. Und zumindest habe ich im Stay Forever Podcast die Folge hier über das Spiel gehört, auch sehr interessant. Da hatte sich dann einer der beiden darüber beschwert, dass man da so ein Fischernetz kaufen muss, um dann da irgendwie vor diesem Tempel da irgendwas opfern zu können. Und ja, hier ist es so, dass man in dem Dungeon selber findet man diesen Dreizack. Den kann man da auch opfern. Also man muss da nicht erst irgendwas kaufen und kann dann praktisch sich so ein bisschen drauf verlassen, dass die Dungeons in sich schlüssig sind und gelöst werden können. Was ich immer sehr wichtig finde. Ich finde es immer doof, wenn man erst irgendwas Bestimmtes braucht oder so. So, egal. Ich wollte mich in diese Ecke. In die Ecke stelle ich mich. Dann habe ich hier nämlich alles abgedeckt. So. Also, was ich eigentlich sagen wollte. Das Spiel ist nicht mehr so verbuggt in dieser Version. Zumindest glaube ich das. So, hier mache ich den Zauber nochmal. Sind ja Hellsicht. Nee, da ist auch nichts. Oh, da wäre ich jetzt ohne den Zauber stundenlang rumgerannt, ne? Und hätte versucht, da wieder irgendwie reinzukommen. Und genau so eine kleine Stelle ist das nämlich in dem anderen Dungeon auch. Mir ist nur vollkommen schleierhaft, wie ich das habe übersehen können. Aber da reise ich jetzt gleich nochmal schnell hin und dann gucke ich mir das nochmal an. Den Dreizack habe ich ja, glaube ich, noch. So, ihr verlasst diesen finsteren Unterschlupf und macht euch erschöpft wieder daran, den Weg nach Tost fortzusetzen. Wenige Stunden später erreicht ihr den Ort auch. Das ist immer gut. Jetzt haben wir das ganze Gebirge übersprungen praktisch. Es ist immer noch Herbst. Sehr schön. So, wir sind in Tos. Ich würde sagen, wir übernachten hier schnell. Solange es noch geht. Hier. So, eine Suite, eine Nacht und schlafen. So, es wird gut regeneriert. Ach, ich hätte eine Meditation machen können. Das wäre vielleicht schlau gewesen. Dann hätte die Hesinia direkt alles regeneriert. Okay, beim nächsten Mal versuche ich dran zu denken. So, hier war ein Laden, das war aber glaube ich irgendwie so ein Crema-Laden. Und ich glaube Crema-Sachen verkaufen habe ich im Moment nicht, oder? Obwohl doch, ich habe ja hier so Goldzeug und sowas gefunden. Natürlich habe ich was zu verkaufen. Vielleicht ist diese verbuggte Tür aber auch mit diesem Schlüssel zu öffnen. Ich habe doch da so einen goldenen Schlüssel gefunden in dem Dungeon eben. Und ja, ich finde es immer ein bisschen schade, dass bei dem Spiel nicht gesagt wird, wenn so Gegenstände gebraucht werden, irgendwie so... Die Tür kann nicht... Alkorosch versucht die Tür zu knacken, es funktioniert nicht, aber der Schlüssel so und so... Passt ins Schloss und dann geht die Tür auf. Wäre doch kein Problem, das so zu machen.
Oder wäre kein Problem gewesen. So muss man das irgendwie, dann hat man zufällig im Inventar und dann funktioniert es plötzlich und keiner weiß so richtig, warum das funktioniert hat. Das ist ein bisschen, weiß ich nicht, schade. So. Aber genug gemeckert. Alles im Allen ist das Spiel super. Ja, behalte ich das jetzt noch, das Alchemie-Set? Obwohl, nee, komm, ich verkaufe das. Ich werde irgendwann nochmal Alchemie benutzen, dann kaufe ich mir eben eins. So teuer sind die jetzt auch nicht. Beziehungsweise, ich habe ja hier 1766 Dukaten mittlerweile. Okay. So, mehr gibt es nicht zu verkaufen. Alles klar. Zack. Und dann sind wir natürlich, je mehr Gold man hat, desto mehr muss man feilschen. So. Okay, dann gucken wir doch mal, in welcher Stadt wir hier sind. Ich würde die Stadt hier nach Richtung Küste verlassen. Ich schaue mal auf die Karte. Das ist allerdings die obere Hälfte der Karte, was mich dazu zwingt, die komplette Karte auseinanderzufalten. So. Wir sind in Tos. Nach Westen geht es nach Tianset oder Ala und nach Norden geht es nach Liskor. Von Liskor aus könnte ich mit dem Schiff wahrscheinlich nach Manrin fahren und von da aus komme ich noch in diesen anderen Dungeon rein. Da will ich auf jeden Fall nur zumindest mal eben gucken. Und von Manrin aus kommt man auch irgendwie wieder nach Premunden. Da bin ich letztes Mal auch mit dem Schiff hingefahren. Das war ganz gut. Wobei ich natürlich hier oben so ein bisschen durch die Lande wandern, finde ich auch ganz gut. Aber weiter nach Norden kommt man gar nicht. Obwohl die Karte... Also wir sind jetzt hier. Da. Und die Karte geht dann auch ordentlich weiter. Aber die ist in dem Spiel, ist das natürlich nicht drin. Das hat mich damals, wo ich das erste Mal gespielt habe, sehr enttäuscht. Weil ich gedacht habe, man könnte hier überall hingehen. Naja, konnte man dann doch nicht. So. Dann gehen wir mal nach Norden. Direkt nach Liskor. Wo ich natürlich den anderen Weg noch nie gegangen bin. Da könnten natürlich noch irgendwelche lustigen Sachen passieren. Aber... Naja. Ansonsten können wir die Küstenstraße entlang gehen gleich. Oh, gerade geschafft. Es wird gerade dunkel. So, hier war ein Gasthaus. Nee, das ist eine Kneipe. Von Kneipen habe ich genug. Ich habe genug gesoffen. Der Alkohol wird zwar langsam ungemütlich, aber da muss er jetzt durch. Das essen wir erstmal hier schön. Wieder eine Suite. Eine Nacht. Jetzt aber vorher eine Meditation. Ach hier kann ich Alchemie anwenden. Aber ich habe ja jetzt, glaube ich, das Alchemie-Set verkauft. So, Hesindia soll Magie anwenden. Die soll meditieren, genau. Da kann ich mal direkt mal 20 Lebenspunkte rüberpumpen. Leider kann sich Hesindia nicht genug konzentrieren, um die Umwandlung zu starten. Schade. Na gut. Warum denn nicht? Was hat sie denn gestört? Naja. So. Jetzt müssen wir den Hafen finden. Der Hafen, das wird das da oben sein. Vorher muss ich noch Kräuter verkaufen? Ah, ich glaube nicht. Ich habe ja nicht viel Kräuter gesucht. So, Hafen ist gut. Eine Passage buchen. Es liegen leider keine Schiffe. Oh, da müssen wir mal nachfragen. Ankommende Schiffe erfragen. Tianset und Overthorn. Okay, Overthorn liegt hier auf der Spitze. Oh, Hilfe. Ja, Tianset ist das nächste Kaff. Da können wir auch zu Fuß hingehen. Und Overthorn, da kommen wir schon mal näher. Dann würde ich noch eine Nacht hier übernachten. Bleibt uns nichts anderes übrig. Vorher gucke ich hier mal in den Laden. Ah, schade. Hätte ja ein Kräuterladen sein können. Meine Güte. So. Schauen wir mal. Was war denn das Gasthaus? War das das Gasthaus? Ich habe schon wieder vergessen. Nee, das war die Kneipe. Da muss das ja das Gasthaus sein. Ja. Direkt nochmal eine Suite. Direkt nochmal eine Nacht. Und direkt schlafen. Wir wollen ja hier keine Zeit verschwenden. Ich weiß noch gar nicht, wo ich das nächste Kartenstück suchen soll. Ich habe hier meine ganzen Infos aufgeschrieben. Aber ich muss das wirklich mal gucken, was ich da schon abgehakt habe. Und alles nochmal fein säuberlich vielleicht aufschreiben. Aber das sage ich ja jedes Mal. So, Tianset, Fietz. Oh, Fietzam. Ist das richtig? Nee, ist nicht richtig.
Idsand ist noch weiter im Norden eine Stadt. Da müssen wir auf keinen Fall hin. Also nach, Overtorn. Da fahren wir hin, kostet nichts. 17 Stunden ist ein bisschen lang, aber gut. So, auf geht's. Direkt losfahren. Macht's euch gemütlich, brummelt der Kapitän. Und los geht's. Hoffentlich kommen keine Piraten. Oh, jetzt habe ich's gesagt. Sowas darf man noch nicht sagen. Alkorosch, 3 Lebenspunkte, 6 Lebenspunkte. Gulda seekrank, Hesinda 3 Punkte. Das war ja gut. So, kommen wir von hier aus jetzt direkt mal nach Manrin. Oder Brenthil geht auch. Von da müssen wir dann aber ein ganzes Stück Land einwärts wandern. Aber dann sind wir zumindest schon mal auf dieser Insel. Kostet auch nicht 10 Stunden. Dann haben wir auch morgens. Dann können wir direkt losgehen. Ja, wunderbar. Komm, das machen wir. Ach nee, das Schiff fährt ja erst morgens los. Da oben ganz am Rand der Karte. Jetzt sind wir ganz am nördlichen Punkt der Karte. Weiter nach Norden geht es nirgendwo. Hier kommen wir nur zurück. Schade, ich dachte, wir könnten einmal um die Insel rumfahren. Auf die andere Seite. Aber wohl nicht. Aber wir können jetzt direkt da unten loswandern. Ich glaube, dann wandern wir direkt eine Nacht durch. Das hat ja eben schon so schön geklappt. 23. Hesinde, 21 Uhr. Ich weiß nicht genau, wann normalerweise hier Feierabend ist. Ja, okay. Um 23 Uhr. Gut. Ja, eine Kräutersuche ist ja nie verkehrt. Oh, ein Gullmond, eine Tanele, 3 vierblättrige Einbeere, Wirselkräuter und ein eitriger Krötenschemel. Ich habe sogar diesmal richtig gesagt. Gut, Wache einteilen. Und dann wird direkt geschlafen. Ja, super. Nichts passiert. Wunderbar, weiterreisen. Und da jetzt kommt irgendwann diese Piratenhöhle, wenn wir da überhaupt noch mal rein können. Das weiß ich nicht. In einiger Entfernung könnt ihr eine Berghütte erkennen. Wollt ihr den Tagesmarsch beenden? Ich würde sagen, ja. Ja, 18 Uhr. Gehen wir mal jagen. Kein Wasser, aber was Essbares. Wunderbar. Eine kurze Kräutersuche. Joruga-Wurzel und eitriger Krötenschemel. Und dann Wache einteilen. Es halten immer die gleichen Wachen bei mir. So. Und schlafen. Ja, nach etwa einer Stunde öffnet sich die Tür der Hütte und hinein stapft ein Jäger. Murmelt irgendwas von Führ und so groß. Wirft seinen Bogen und seinen Beutel auf die freie Pritsche und starrt an die Decke. Den Jäger ansprechen oder den unfreundlichen Kerl. Ja, ich spreche ihn nochmal an. Was habe ich denn letztes Mal zu dem gesagt? Der Jäger starrt euch an, als hätte er einen Geist gesehen. Ach, Fremde. Tag auch. Fremde hat's hier selten, bin Jäger. Kenne die ganze Insel, ziemlich langweilig hier und auch wenig wild. Werd wohl bald wegziehen. Und ihr? Wir sind auf der Suche nach Hügelig Schwert. Schwert, einen Bekannten im Brenthill besuchen. Wandern halt so rum. Was habe ich denn letztes Mal gesagt? Hügelig Schwert, glaube ich, oder? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich wollte den Bekannten besuchen, glaube ich. Ich sag, wir sind auf der Suche. So. Ach so, dann viel Glück, grummelt der Jäger, dreht sich zur Wand. Okay. Vielleicht habe ich auch das letztes Mal zu ihm gesagt. Ich weiß es nicht. Ich schlafe jetzt eine Runde. So. Oh, hier gibt es ordentlich Regeneration. Ah, da sind wir. Ein versteckter Pfad führt von hier zu einer Höhle. Wir wollen die Höhle aufsuchen. So. Liebe Leute, wie konnte ich das denn bitte schön übersehen? Ich bin einfach hier oben hin. Da bin ich, glaube ich, gestorben, wenn man mit diesem Schiff losfährt. Und dann, ja, dann bin ich schnurstracks hier, zack, zack, zack. Ich habe diesen komischen Hebel, glaube ich, nochmal ausprobiert, ob der irgendwas macht. Ich hatte jetzt in der Komplettlösung, wie gesagt, hinterher gucke ich ja immer rein. Da habe ich in der Komplettlösung nachgeschaut. Da wusste auch keiner, wofür der Hebel ist. Ich glaube, der ist einfach nur fake oder keine Ahnung. Und ja, hier ist nämlich noch so eine Schatzkammer. Die habe ich einfach übersehen. So, gehen wir mal hin, würde ich sagen. Beim genauen Hinsehen entdeckt Alkohol eine Geheimtüre in der Wand und nach kurzer Zeit gelingt es ihm sogar, die zu öffnen. So, ich speichere mal eben ab. Wir gucken uns jetzt mal eben an, wie das hier so läuft mit den Geheimtüren und so. Zwischenspeichern. So, wenn ich jetzt nämlich hier reingehe,
Plötzlich schießen um euch herum flüssiges Feuer aus dem Boden. Dann kriegen alle ordentlich Schaden und dann ist hier Feierabend. Ich lade wieder rein. Laden. Zwischen war das, ne? Ja. So. Hier. Hier steht eine Statuette auf einem kleinen Sockel. Die Statue stellt einen Wal mit dem Kopf eines bärtigen Mannes dar. Offensichtlich eine sehr naive Huldigung an Svafnir. Als ihr euch der Statue nähert, beginnen die Augen in einem sanften Blau zu leuchten und die Statue spricht zu euch. Bringt mir ein würdiges Opfer da und ich geleite euch sicher zur Schatzkammer. So, und hier heißt es jetzt nämlich, etwas zu opfern. Und wir haben ja in diesem Dungeon, das trage ich jetzt schon die ganze Zeit mit mir rum, irgendwo diesen Dreizack, den ich hoffentlich noch irgendwo im Inventar habe. Jetzt finde ich ihn nicht. Wo ist er denn? Da. Diesen Dreizack hier. Der war in diesem Dungeon in einer Truhe. Und das ist wohl in der Original-Diskettenversion damals auch nicht so gewesen. Da musste man dann irgendwas mitbringen. Zum Beispiel ein Fischernetz. Und jetzt kommt das, worüber sich da auch im Stay Forever Podcast beschwert wurde, nämlich diese ganzen verschiedenen, ja, Game-Mechaniken, die das Spiel hat und einem aber nicht erklärt. Also das Opfern funktioniert jetzt so, dass ich hier den Gegenstand einfach wegwerfe. Dann ist er geopfert und dann ist das Opfer gebracht. In diesem einen Dungeon war es ja so, da findet man ja diesen komischen Beutel und den muss man dann benutzen und dann geht diese Geheimtür auf. Das war ja letztes Mal der Fall in dieser komischen Burg. Naja, so. Aber ich lasse ihn jetzt mal fallen und dann sollte das eigentlich funktionieren. Gegenstand wegwerfen. Ja. So. Es wird ja nicht gesagt, oder? Doch da. Geht den Gang zu meiner Rechten, um zum Schatz zu gelangen und den Weg zu meiner Linken, um zu Boron zu kommen, meint die Statue mit den leuchtenden Augen, als er das Opfer bringt. Aha. Ja, was war hier denn? Ach, hier waren, glaube ich, auch, das war so eine Sackgasse und da waren nur Fallen drin. Irgendwie so. Da bin ich auf jeden Fall in die Fallen schon reingelaufen. Ja, und jetzt kann man hier nämlich durchgehen. Und dann ist das Rätsel gelöst. Gucken wir mal, was uns hier für Schätze denn erwarten. So, was haben wir denn hier? Heiltrank, Alchemie-Set, leider Feuer habe ich schon. Ein Schwert, das könnten wir vielleicht mal magisch untersuchen, wenn es hier schon in diesem Schatz drin liegt. Klugheitselixier, ja, zum Verkaufen, aber ich will jetzt nicht wieder alles mitnehmen. Ich finde es ja auch ein bisschen erschummelt, weil ich ja in diese Komplettlösung geguckt habe. Oh, ouch! Diese Truhe war mit einem Ignifaxius gesichert, der sich nun voll auf Alkoroschs Körper entlädt. Ah, geht ihn jetzt auf? Ja. Oh, hier, Goldschmuck und Silberschmuck. Hm. Müsste ich eigentlich ja jetzt auch hier liegen lassen, ne? Also eigentlich hätte ich jetzt den Heiltrank auch nicht mitnehmen dürfen. Eigentlich. Ich habe ja in die Komplettlösung geguckt. Und ich habe auch keine Lust, den ganzen Mist jetzt wieder mit mir rumzuschleppen. 100 Dukaten. Ja, immerhin. Okay. Also ein bisschen was hatte ich jetzt schon davon. Ich kann mich jetzt nicht mehr rausreden. Außer ich lade jetzt einfach nochmal rein und lasse den Schatz sein. Den habe ich ja halt nicht gefunden. Aber es gab auch hier ordentlich Punkte, glaube ich. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, aber hier... Der nächste Stufenanstieg bei der Kriegerin steht an. Oh, und das und ein Schwert haben wir doch eingesammelt. Ist das das, was die Kriegerin hier hat? Dieses hier? Dann gucken wir mal, vielleicht ist das magisch. So, Zaubersprechen. Dindia. Hellsicht. Rode Makanum. Auf das Schwert, wenn ich es finde. Da. Es ist nicht magisch, gut. Wenn es nicht magisch ist, dann kann ich es auch genauso gut wegschmeißen. Mache ich auch. Gegenstand wegwerfen. So. Dann habe ich auch kein Schwert mitgenommen. Dann habe ich nur den Heiltrank mitgenommen. Und 100 Dukaten. Aber da konnte ich nichts für. Die sind ja einfach so gekommen. Aber jetzt wissen wir auch, was es hier mit diesem Piratenschatz noch auf sich hat. Ja, das lag mir noch so ein bisschen auf der Seele, dass ich das hier vergessen habe. Naja, so. Wir haben 0.25 Uhr. Ich würde sagen, an dieser Stelle in der Piratenhöhle speichere ich das Spiel jetzt nochmal ab und würde jetzt diese Runde beenden und nächsten Donnerstag geht es dann weiter. Ich hoffe, dass ich es bis dahin geschafft habe, diese Notizen hier durchzugehen.
um zu gucken, wo es denn wohl als nächstes hingeht, wo wir noch ein Kartenstück entdecken können. Wir haben hier auch... Oh, Hilfe, Entschuldigung. So, wenn ich mal die Karte aufklappe. Hier so. Wo bin ich denn? So, wir sind jetzt hier oben da, auf dieser Insel. Und dieses Gebiet hier beim Orkland, hier oben ist das Orkland und hier unten, das haben wir noch gar nicht so richtig erforscht. Da sind wir noch gar nicht durchgewandert. Das könnten wir auch mal machen beim nächsten Mal. Einfach mal so ein bisschen rumwandern vielleicht. Ich könnte jetzt noch eben schnell zur nächsten Stadt gehen, zum Hafen. Vielleicht finde ich ja noch ein Boot, das nach Bremen fährt. Das mache ich eben noch. Weil ich ja... Speichere trotzdem ab. So. Weil ich ja auch den Alkorosch noch von seinem Fluch erlösen muss. Kühle Luft schlägt euch entgegen, als ihr diesen Ort verlasst. Nach einer kurzen Pause setzt ihr euren Weg fort und dann sind wir zack in Manring. Super. So, hier gibt es aber einen Hafen irgendwo, da unten. Da gehe ich jetzt nochmal eben schnell hin. So. Jetzt hätte ich mich schon fast verabschiedet. Jetzt spiele ich doch noch einen Moment weiter. Moment. Aber ich, wenn ich jetzt hier nirgendwo hinkomme, wo ich hin will, dann macht das wenig Sinn. Nach Jalsingor käme ich hier. Ich kann ja mal gucken, was für Schiffe kommen denn an. Ankommende Schiffe. Nach Jalsingor, Brenthill und Rovik. Hm. Also Jalsingor ist da schon am nächsten dran, würde ich sagen. Ja, dann segeln wir da mal hin. Wie lange dauert das denn? 27 Stunden und kostet nichts. Der Schnellsegler Kapitän Kerlock. Ja, das machen wir, komm. Wenn es nichts kostet, ist auch nichts. Was? Wir können noch nicht an Bord, weil... Aber wir müssen bis zum nächsten Morgen warten. Ja, ein Momentchen spiele ich noch. Ein kleines bisschen noch. So. Weil der Fluch, der muss auf jeden Fall beim nächsten Mal noch gebrochen werden. Das geht so nicht. Dann können wir auch den Dungeon in Torval vielleicht machen. So, können hier nochmal schön einen Tag warten. Und jetzt aber nichts wie zum Hafen, bevor das Schiff losfährt. So, an Bord gehen. Los geht's. Oh, das Schiff braucht 24 Stunden. Am Horizont weiß gestreifte Segel, weiß-rot. Das Schiff kommt langsam näher an dem Kurs auf euch. Dann entdeckt ihr mit Schrecken, dass es sich um Piraten handelt. Na gut, ein kleiner Piratenkampf, der sollte ja noch drin sein, würde ich sagen. Was? Angriff wollte ich... Ach nee, er hat wieder nur 3 Bewegungspunkte. Nee. Aber ich habe ja vergiftete Waffen. Der Kampf wird wahrscheinlich nicht besonders lange dauern. Wie viele Bewegungspunkte habe ich mit ihr? Da ist blockiert, da ist blockiert. 5. Okay, dann gehe ich, laufe ich mich erstmal so ein bisschen frei. Die Magier machen nichts. Es sind ganz schön viele Piraten. Also ich hätte ja Schiss, wenn ich jetzt noch irgendwie Stufe 1 wäre. Aber mittlerweile, ich glaube auf dieser Erfahrungsstufe, da gibt es nicht mehr allzu viele Gegner im Spiel, die wirklich einen vor richtig große Probleme stellen. Es macht dann nur noch die Masse und halt diese ganzen Fallen in den Dungeons und so. Die sind natürlich mies. Obwohl, da gab es gerade ordentlich Schaden, wenn ich das richtig gesehen habe. Der andere Held hat auch noch ein Schwert. Hm. Okay, da muss ich ja gleich nochmal gucken, wenn wir im nächsten Hafen angekommen sind. Geh mal hier runter. Ich glaube, da oben gibt es gerade irgendwie Probleme mit beschädigten Helden. Ah, es geht aber noch. Die Lebensenergie ist ausreichend. Jetzt nehme ich den hier unten. Ah, da warte ich mal noch ab. Da auch.
Ach, die kämpfen so schön ehrenhaft, ne? Die Krieger. Soll man da sagen? Ohne Gift, ohne alles. So, einmal rumlaufen. Die Chance ist gut, dass sie jetzt gleich da oben alle zu Boron gehen. Hat der Zwerg schon wieder so viel Proviant, oder was? Ah, dieses Jagen. Ach, den wollte ich gar nicht angreifen. Egal, ich habe eh nicht getroffen. So. Den wollte ich angreifen. Zack, tot. Der wartet ab. Jetzt kann er nämlich nochmal da runterschießen. Er kann jetzt schön so langsam mit Pfeil und Bogen platt gemacht werden. Jetzt haut er auch schon ab, der Typ. So, dann gehen wir mal zum nächsten hier. Es sind ja nicht mehr so viele. 3 Stück noch. Jetzt sind die Kämpfe, wenn man sowas vorhat und mal eben schnell irgendwo hinreisen will, sind die Kämpfe natürlich so ein bisschen ja, nervig, sag ich mal. Aber sie gehören halt auch dazu. So, krieg ich direkt der nächste. Ach, der kann ja gar keine Befehle geben. Ich wollte gerade sagen, ich greife jetzt gleich hier den Piraten da an, den ich gerade in den Rücken geschlagen habe. Aber das da oben ist ja die Nichtspielercharakter. Oh, so, die ist auch tot. Oder der. Abwarten. Alte Option. Alte Option. Immer schön drauf. Das machen die jetzt hier. Algorosch hat einen Patzer. Oh, wie selten, dass der Zwerg einen Patzer hat. Ganz selten, ganz selten. Ja. So. Das war's. 14 Abenteuerpunkte. Wunderbar. So, jetzt komme ich hier nochmal hin. Ja, gut. 6 Proviant. Das ist jetzt aber nicht so viel, ne? Ich esse mal eins weg. Oh, gut. Jetzt hat er wieder 5 Bewegungspunkte. Er ist so hart auf der Grenze, was das angeht. Wenn der Fluch hinterher gebrochen ist, dann. Das stand nur 23 Stunden, oder? Das sind doch jetzt mehr als 23 Stunden. Naja, egal. Keine Schiffe. Oh nein, hier liegen keine Schiffe. Was kommen denn für Schiffe an? Nach Prim. Sehr gut, da will ich hin. Okay, dann muss ich jetzt nur einen Tag hier warten und dann... Genau, hier war doch hier irgendwie so eine Hafenkaschemme. Da mieten wir uns mal schöne Suite. Bis zum nächsten Tag. So, gibt noch eine schöne Regeneration. Der Winter naht, glaube ich. Ich gucke immer, ich weiß nicht genau, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, inwiefern sich das auswirkt auf das Spiel mit dem Winter. Ob das dann wirklich viel schwerer wird. Ich glaube, man kommt aber über die Gebirge nicht mehr zu Fuß drüber und so. Also ein bisschen wirkt sich das schon aus. Ich weiß noch nicht, wie das dann unterwegs so mit Krankheiten ist. Ich persönlich habe da... keine Erinnerung mehr dran, dass oft Helden krank geworden sind. Ich glaube, das war eher so ein Problem im zweiten Teil. Aber mir wurde schon mal gesagt, dass es wohl durchaus hier zu Problemen kommt. So, jetzt kann ich hier nach Prim fahren. 70 Stunden. Ne, das ist mir zu lang. 70 Stunden ist zu lang. Moment. Da kann ich ja zu Fuß gehen. Da bin ich zu Fuß ja schneller. Da bin ich zu Fuß in 3 Tagen in Skjall. Mit Sicherheit. Kort gibt es noch. Gudasunden ist wahrscheinlich wieder in die andere Richtung. Ja, ist nur ein Kap weiter unten. Und Rovik. Wo ist denn Rovik? Da komme ich her. Ist im Norden. Gehe ich dann einfach zu Fuß? Wo bin ich denn hier? Jalsingor, oder? Also von Kort aus gibt es auf jeden Fall eine ordentliche Straße nach Prim. Zumindest ist hier eine Straße eingezeichnet.
Also fahren wir erstmal da runter. Mit der Wellenbrecher. 26 Stunden kostet nichts. Ja, komm. 26 Stunden. Los geht's. Hoffentlich kommen jetzt nicht schon wieder Piraten. Aber 70 Stunden wäre mir zu viel gewesen. Ich habe schon mal so eine lange Fahrt hier gemacht. Ich weiß nicht, in einer der früheren Episoden. Da habe ich auch so lange gebraucht. Das war mir dann zu viel. Oh, hier gibt es aber viele Händler. Nein, ich brauche nichts beim Händler, oder? Irgendeiner hat doch gerade geschrieben, dass irgendwer noch ein Schwert hat. Also hier die NPC, die hat noch ein Schwert. Das ist aber nicht magisch, das ist ihr eigenes. Das hat die schon die ganze Zeit. Und sonst hat keiner ein Schwert. Da meintest du wahrscheinlich das Reiter an, oder? Dieses hier. So, und jetzt gehen wir hier nach Bremen. Einmal so querfeldein. Das ist nämlich eine Straße. Oh, das geht ja richtig schnell. In einiger Entfernung könnt ihr ein Gebäude erkennen. Eine Herberge. Wir können sogar hier schön in der Herberge übernachten. Wie schön. Können wir was essen. Hausmannskost. Können uns die Suite mieten. Und übernachten da. So, wunderbar. Oh, der Bergpfad, auf dem ihr euch gerade befindet, wird zusehends schlechter und endet schließlich an einem zu Tal gerutschten Hang, der außer dem Weg auch noch eine Unmenge Bäume mit in die Tiefe gerissen hat. Ihr quält euch den aufgerissenen Boden an der Oberkante des Hanges entlang, immer bemüht, nicht abzurutschen, und erreicht schließlich die Fortsetzung des Bergpfades. Ah, da hat das Klettern wohl funktioniert. Die Probe. So, einmal Nacht. Wir machen hier ganz schnell. Aber Kräutersuchen machen wir auf jeden Fall. Kräutersuchen finde ich immer gut. Yoruga-Wurzel und vierblättrige Einbeeren. Das ist gut. Schlafen. Die Einbeeren sind so mit das Beste an dem Spiel. Ah, da ist sie. Andora von Greifenfurt. Tut mir leid, Kameraden, dass ich euch jetzt verlassen muss. Aber ich habe einen Ruf der Göttin gespürt. Rondra sei mit euch. Vielleicht sehen wir uns wieder. Ja, Rondra auch mit dir. Gott sei Dank. Dann brauche ich mich nicht immer ärgern, dass du dich in jede Pfeilflugbahn schmeißt, die ich gerade aufgemacht habe. Teil 2 ist Winter der Killer. Gibt schwere Krankheiten, die einen sehr schnell in Borons Reich bringen. Ja, genau. Und in Teil 2 nutzen sich zum Beispiel die Schuhe und so auch ab. Das hat mich da, glaube ich, als erstes aus der Bahn geworfen damals. Also da wird's doch lustig. Das ist ja auch mehr Reise. Hier ist ja so Reise und Stadt alles so gemischt. Da haben die mal geguckt, was so geht. Und im zweiten Teil, der hat den Fokus so eher auf Reise. Und der dritte Teil, da ist man dann nur noch in der Stadt unterwegs, beziehungsweise im Dungeon. Zumindest, wenn ich das so richtig im Kopf habe. So, was hatte ich hier vor? Ach ja, ich bin hier in Bremen. Jetzt kann ich hier rüber gehen. Hier ist doch irgendwo der Hafen. Ich wollte eigentlich nur zum Hafen. So. Und ich will eigentlich nach Torwahl. Ankommende Schiffe erfragen. Im Laufe der nächsten Schiffe, bla bla bla. Nach Arin, Ruinshafen und nach Ottaje. Hm. Oh, wir könnten aber auch nochmal so einen schönen Fußmarsch machen rüber nach Torwahl, ne? Jetzt habe ich doch wieder ein bisschen Bock weiterzumachen noch. Bin auch noch nicht so wirklich müde. So ein bisschen geht noch. Schön die Küstenstraße entlang. Einmal nach Torwahl wandern. Das machen wir jetzt. Wenn wir in Torwahl angekommen sind, dann gucken wir mal, dass wir diesen Fluch loswerden. Okay, wenn hier kein Schiff fährt nach Torwahl, dann muss ich jetzt nur wieder... Oh, hier ist wieder Markt. Ich habe nichts, was sich zu verkaufen lohnt, außer Kräuter. Oh, doch, Kräuter, genau. Vielleicht kann ich hier noch ein paar auf dem Kräuterstand. Vielleicht hat er ja ordentliche Auswahl. Nee. Zaubertränke und das war's. Na gut, dann verkaufen wir mal. Die Gulde hat auch so viel gefunden. Das Wirselkraut nicht, das können wir noch zur Heilung nehmen. Aber hier so die Tanele war, glaube ich, für nächtliche Regeneration. Ich benutze es sowieso nicht. Ich verkaufe es einfach und dann ist gut. Das war gegen Krankheiten, das behalte ich mal noch. Die Yoruga-Wurzel, die kann ich, glaube ich, verkaufen.
Und das kann ich auch verkaufen. Gift brauchen wir auch nicht. Und das Gulmon-Blatt hier, das verkaufe ich auch. So, zack. Alkrosch kann auch mal feilschen. 101 Dukat. Ja, bald sind wir über 2000 Dukaten. Wunderbar. Läuft. Angefangen hat alles mal mit so 10. Nee, 100 glaube ich oder so. So, jetzt geht's nach Skjall. Auf geht's. Schön hochwandern. Ja, hier können wir schön im Gasthaus übernachten. Erstmal was essen. Wunderbar. Ja, regeneriert haben alle. Dann reichen ja Einzelzimmer. Wir wollen ja unsere 1000 Dukaten nicht hier direkt dem nächsten Wirt in den Schoß schmeißen. Oh, Orks. Haha. Orks sind gut. Obwohl, ich laufe erstmal nur bis da. So. Ich überlege, ob ich mal so einen Beherrschungszauber an den Orks ausprobieren soll. Ich glaube, Orks haben ja nicht so viele so hohe Magierresistenz. Ich bin mir aber gerade nicht so hundertprozentig sicher. Ein bisschen auf den Weg gehen hier. So. Gehen wir mal dahin und dann beim nächsten Mal können wir anfangen zu schießen. So, jetzt kriegen hier alle erstmal ihr Fett weg. So, zack. Ach, es sind auch keine Orks, es sind Goblins. Noch besser. So, zaubern. Beherrschung. Große Gier. Also auf 9, das sollte doch klappen. Bei einem Goblin. Nee. Also entweder ist der Zauber gar nicht im Spiel drin. Oder, keine Ahnung. Aber ich meine, ich hätte den damals öfter mal gemacht und der hätte auch funktioniert. Der ist nämlich ganz gut. Der nimmt dann sofort, der flieht dann und dann ist er weg. Naja, okay. Dann müssen wir halt hier warten, bis die jetzt alle gleich an Altersschwäche sterben. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn die Kriegerin? Aber die ist ja vorhin gegangen. Die hat ja keine Lust mehr. Die wollte ja nicht mehr. Und mit diesem Sichern, das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Was der Unterschied zwischen Abwarten und Sichern ist, im Handbuch steht drin, dass man, wenn man sichert, sobald dann ein Gegner noch an einem vorbeiläuft, dann schlägt man zu. Aber das passiert einfach nicht. Ich habe es schon getestet. So, die Goblins werden ja jetzt bald hier in die Flucht geschlagen sein, oder? Da muss ich jetzt hoffentlich nicht noch da mit allen Leuten runterrennen. Da reicht hier die Notbesetzung. Aber ich gehe trotzdem mal in die Richtung, falls sie zu lange brauchen. Noch wehrt er sich. Aber nicht mehr lange. Jetzt wehrt er sich nicht mehr. 6 Punkte, weiter geht's. So. Eine Übernachtung und eine kleine Reise später. Schön im Einzelzimmer. Es soll euer Schaden nicht sein, guter Wirt. Das Essen könnten wir auch. Man behält das Essen ja nicht. Das behält man ja nur bei der Jagd. Wie sieht's denn da aus, essenstechnisch? Ja. Alles gut. Alles im grünen Bereich. So, weiter geht's. Wir brauchen... Da müssen wir lang gehen. Nach Ottaje. Nee, weiterreisen. Stück Umweg suchen. Hier passiert immer das Gleiche. Also es sind so festgeskriptete Sachen, die auf den verschiedenen Wegen gehen. Finde ich jetzt nicht unbedingt verkehrt, aber man könnte eigentlich, man hätte auch irgendwie einen Haken setzen können. Dieses Ereignis muss jetzt nicht nochmal getriggert werden oder so. Naja. Meckern auf hohem Niveau ist das allerdings, was ich gerade mache. Das Spiel ist nämlich wirklich eins der richtig guten Spiele. Ich finde es super. Gulmond, 3 Tanelen, 3-4 Blätter, 1 Bären und ein Wirselkraut. Sehr gut. Schlafen und weiterreisen.
Nein, den Weg fortsetzen. Wir wollen nicht nochmal in die Spinnenhöhle. Kleiner Bachlauf. Nee, weiter. Die windgeschützte Stelle. Rastplatz. Nee, weiter. Komm, wir marschieren mal ordentlich durch hier. Nicht immer Kuschelkurs. Und wir können auch ruhig unsere Vorräte so ein bisschen verbrauchen. Das tut mal ganz gut. Gibt auch ein paar Bewegungspunkte dazu. 5 Tarnelen, ein Wirselkraut. Kräuter finden sich auch noch ordentlich. Alles im grünen Bereich. So. Wo sind wir hier? In Otaye. Ist mit seinen 212 Einwohnern steigend ein kleiner und unwichtiger Fischerort, von dem man, man jedoch eine große Zahl von Orten, allen voran Jalsdal und Jalland, erreichen kann. Aha. Ja, ich gucke immer viel zu wenig hier in dieses Buch rein. Ich vergesse das. Das ist auch so eine Sache, die ist nicht so drin. Die vergesse ich immer. Da steht halt über jeden Ort, wo man hinkommt, steht so ein kleiner Text, was eigentlich ganz, ganz gut ist. Das ist ganz toll. So, hier war, glaube ich, gegenüber vom Hafen das Gasthaus. Genau. So langsam kenne ich mich aus. Erstmal was ekliges Essen. Einzelzimmer. Dieser fiesen Kaschemme. Viel zu tun ist nicht mehr nachts. Die Stabzauber habe ich alle. So, weiter geht nach Despota. So, jetzt kommt wieder das Schiff. Nee, wir reisen weiter. Da ist das Schiff, der kleine Kutter, der uns um Despota rumbringen kann. Ich würde sagen, nee, wir gehen den Weg zu Fuß. Wenn, dann richtig. Jetzt kommen wir gleich wieder an der Herberge vorbei. Wir können ja nochmal da übernachten und gucken, ob da irgendwas passiert. Aber ich glaube nicht. So, Wachen. Zack. Gejagt wird nicht. Erst wenn gleich kein Wasser mehr da ist, dann können wir nochmal über die Jagd sprechen. Aber bis dahin... schlafen. So. Weiterreisen. Nein, wir wollen da nicht nochmal einkehren. Das ist ja noch hier. Oh, euch kommt ein einsamer Wanderer entgegen. Der Kleidung nach offensichtlich ein Bauer. Wollt ihr den Bauer nach dem Weg fragen? Also dem Weg, auf dem wir gehen wahrscheinlich. Euch über eventuelle Gefahren erkundigen, den Landmann grüßen und weiterziehen. Nee, ich frag mal nach dem Weg. Der Weg führt von Otaye nach Rybon. Oder auch umgekehrt, wenn ihr so wollt. Hohe Herren. Aber ich bin aus Rybon und sollte es eigentlich wissen. Nach Despota? Ich kenne kein Despota. Ihr seid wohl verwirrt, guter Mann. Despota? Ich kenne kein Despota. Nach Rybon geht's hier, aber nicht nach Despota. Oh, wir sind in Despota. Und ich kann hier nicht übernachten. Wie schade. Naja, dann gehen wir direkt weiter. Übernachten wir halt draußen. Oh, wir haben Winter, habe ich gerade gesehen. 7. Firun. Genau, Firun, da fängt der Winter an, richtig. Okay. Dann werden wir ja jetzt spätestens sehen, weil nur ein Charakter hat tatsächlich Winterkleidung an. Ein Belmatblatt. Ist ja nicht so viel. Dann werden wir jetzt sehen, was das für Auswirkungen hat. Es kann natürlich auch sein, dass jetzt nur die Proben erschwert sind auf Kräutersuche, auf Jagen und so und dass die restlichen Auswirkungen rein spieltechnisch nicht so zu spüren sind. Naja. Reisen wir mal weiter. Da kommt wieder der Jäger. Den grüßen wir jetzt und ziehen einfach weiter. Die scheinen, dieser Bauer und der Jäger, weiß ich nicht, sind so Zufallsereignisse. Aber der Jäger ist ja schon 3-mal erschienen. Okay. Da unten. Wohnte hier nicht die Windenbeck? Ja, tatsächlich. Eliane hieß sie. Eliane Windenbeck. Ihr klopft, aber anscheinend ist niemand zu Hause. Dabei hatte sie gesagt, wir sollten jederzeit vorbeikommen, wenn wir hier vorbeikommen. Oder so ähnlich. Da hinten geht's weiter. Nein, nicht da. So langsam werde ich doch müde. Aber jetzt will ich noch zumindest bis nach Torwahl. Nach Wärmhag.
Obligatorische Kräutersuche, aber hier wird alles abgegrast sein. Doch nicht. Drei Gulmeblätter, Tanele, vierblättrige Einbeeren. Okay. Und dann reisen wir weiter. In einiger Entfernung könnt ihr ein Gebäude erkennen. Ein Schild bei der Tür, eindeutig als Herberge, wollt ihr den Tagesmarsch schon beenden. Nein. Gehen weiter. Ich habe wieder vergessen, den Jäger vorne in die Gruppe zu stellen. Das mache ich jetzt erstmal. So. Dann suchen wir hier nochmal nach Kräutern. Belmatblatt, Gulmundblätter, vier Tanelen, vierblättrige Einbeeren. Gut. Wache einteilen. Schon länger nichts mehr gegessen. Wahrscheinlich sind die Vorräte bald aufgebraucht. Und weiterreisen. So, jetzt sind wir schon fast in Torwahl. Das war doch gar nicht so schwer. Und hat auch gar nicht so lange gedauert, wie ich befürchtet habe. Und nur einmal von Goblins belästigt worden. In dem Bereich da oben rechts, da wird man, glaube ich, öfter mal angegriffen. So, auf nach Torwahl. Ich würde sagen, hier wird jetzt aber auch nur noch einmal übernachtet. Vielleicht mal Vorräte auffüllen. Wasser, okay. Keine Tiere, sehr gut. Das ist gut. Wenn keine Tiere da sind, dann nimmt man auch nicht so viel Vorräte mit sich. So, und schlafen. Und weiter geht's. So, da sind wir. Im bekannten Torwahl. Schön. Es ist mitten in der Nacht. Ich gehe mal hier rüber zu dem Tempel. Da hat alles angefangen. Hier kann ich auch speichern. Und dann speichere ich hier den Spielstand mal ab. Ich mache mir mal schnell eine Magierin, würde ich sagen. Ich weiß noch nicht, komme ich jetzt hier so einfach in die Charaktererschaffung? Ich glaube nicht. Also abgespeichert habe ich ja jetzt. Ich kann das Spiel nur komplett beenden. Ja, ich versuche das mal, oder? Also ein bisschen Zeit habe ich ja noch, so eine Anti-Magie-Magierin mal eben erschaffen. Das wird ja nicht so lange dauern. Spiel wirklich verlassen? Ja. Ah, nochmal einen Charakter machen. Ich würde aber sagen, ich wähle den Typus einfach frei. Jetzt den auswürfeln. Oder würfeln wir ihn aus? Ich weiß es nicht. Ah, wenn ich die Torwalerin ersetzen will, dann sollte ich den vielleicht auswürfeln. Aber ich will die ja eigentlich gar nicht ersetzen. Ich will ja nur den Fluch loswerden. Komm. Ich hoffe, dass da Typos frei wählen. Ja. Magier, was war? Verwandlung beenden war das. Muss man nachgucken. Moment. Wer hat's geschrieben? Da, Verwandlung beenden sollte das wieder in Ordnung bringen. Okay. Gut. Also brauche ich wahrscheinlich entweder einen Druide. Nee, ich glaube einen Magier, oder? Und dann Antimagie. Möchten Sie Steigerungsversuche umwandeln? Nö. Nee. So, machen wir mal einen freundlichen Magier. Ja, den. Der ist gut. Wir brauchen, glaube ich, einen Namen. Wie nennen wir den denn? Wir nennen ihn Holdbart. So. Weiter geht's. Wie ging das denn? Achso, jetzt muss ich hier Kampfkörper, genau, jetzt muss ich hier anfangen, die Punkte zu verteilen. Ist ja eigentlich relativ egal. Ich mach's trotzdem. Ich kann den jetzt nicht einfach so hier hinmachen, das macht man nicht. Finde ich doof. So, wollen wir Wissen? Gesellschaft, Wissen, da. Alchemie vielleicht. Oh, der hat das schon so hoch. Haben wir noch Kriegskunst, Magiekunde, auch schon auf 7. Meine Güte. Mein anderer Magier hat aber nicht so hoch angefangen, meine ich. Naja. Menschenkenntnis von mir aus. So, was haben wir denn hier noch? Heilkunde, Wunden und Krankheiten und sowas. Und natürlich hier unten die Intuitionssachen. Die müssen wir
auch. So, Handwerk, Alkunde, Gift. Damit er zumindest so ein bisschen authentisch ist. Jetzt gleich muss er wahrscheinlich Stufe 2 haben, damit er Beherrschung brechen kann. Dann breche ich aber. So, wie viele Steigerungen habe ich denn eigentlich noch? Steht das irgendwie da unten? Eine. So, keine mehr verfügbar. Auf zur Magie. Das lassen wir alles so, wie es ist. Antimagie, da oben. Beherrschung brechen hat er schon auf 1. Sehr gut, sehr gut. So, dann pushen wir das mal auf 4. Das sollte ja dann wohl reichen. Ja, und die anderen Sachen, Illusion zerstören und so, ist ja halt... Ich weiß gar nicht, ob der Illusion zerstören vielleicht sogar im Dungeon funktionieren würde. Mal den Balsam noch ein bisschen hochmalen. Ich muss ja nur die Punkte irgendwie ausgeben. Vielleicht, ja, vielleicht tue ich jetzt doch hier irgendwas. Ich brauche den ja nur einmal, um diesen Zauber auszuführen. Und das ist mir jetzt wirklich ein bisschen lang. Ja gut, komm, ich mache hier irgendwas. Ich hau jetzt hier irgendwas raus. Was war das denn? Antimagie. Dann mache ich jetzt einfach alles, was geht. Der hat auch 28 Steigerungsversuche hat er noch, ey. Da wäre ich ja jetzt ewig zugange, wenn ich das hier alles mit Sinn und Verstand machen würde. So. Er muss doch nur den Zwerg von seiner Höllenpein befreien. Moment mal, Verwandlung beenden hat er ja auf minus 3. Was habe ich denn gerade? Beherrschung brechen? Nee, Verwandlung beenden war das doch. Ja gut, dass ich jetzt hier nochmal gemacht habe. Das war nämlich hier schwer im Minus. Jetzt hat er es auf minus 2. Dann geht das ja. So. Haben wir hier noch? Dämonologie. Beherrschung. Das wird er doch wohl als Antimagier wird er das doch wohl auch irgendwie können. So, noch 16 Punkte. Oh, das ist ganz schön schwierig, die ganzen Punkte hier zu verfeuern. Selbst wenn ich jetzt hier das einfach nur irgendwie mache und gar nicht darauf achte, was ich hier überhaupt steigern will. Jetzt noch 12 Punkte, gleich haben wir ihn. Gleich ist er fertig. Weil viele Bereiche kann er auch nur einen Punkt steigern. Wo ist denn eigentlich Kampf? Da ist Kampf. Kampf können doch die meisten Magier immer alles zweimal steigern. Nee. Antimagier anscheinend nicht. So. Bin ich hier so mit so guten Vorsätzen drangegangen. Und jetzt haue ich hier einfach so die Punkte da rein. Hauptsache, der Charakter ist gleich fertig. Ich hätte ja im Anfängermodus, weiß ich aber nicht, ob der dann auch diesen, den richtigen Zauber gesteigert hätte. Das wäre wahrscheinlich schief gegangen. So, noch einen. Zack. So, jetzt haben wir es doch. Keine weiteren verfügbar. Holdbart, das muss ich mir merken. Held speichern. Wollen Sie speichern? Ja. So, zack. Programmende. Wollen Sie das Programm... Moment. Ja, Programmende. Wollen Sie das Programm verlassen? Ja. Und jetzt kann ich hier wieder laden. So, und jetzt konnte man hier doch irgendwie Charaktere austauschen. Ich weiß gar nicht, ob das nur in diesem Tempel geht oder ob das in jedem Tempel geht. Kann natürlich sein, dass ich jetzt gar nicht hätte hier hinreisen müssen. Aber da hier der eine Dungeon noch nicht ganz geklärt ist, ist das vielleicht ganz gut, dass ich hier hingekommen bin. So, ich schicke jetzt erstmal hier einen aus der Gruppe weg. Nämlich die Frenja. Und dann hole ich mir hier den Holdbart in die Gruppe. So. Entschuldigen Sie, können Sie einen Zauber sprechen? Wer soll zaubern? Der Holdbart soll zaubern. Und der soll einen Antimagiespruch machen. Verwandlung beenden auf Alkorosch. Der Fluch wird von Alkorosch genommen und alle Eigenschaften steigen wieder. Hab Dank, Herr Holdbart, dass ihr mir so sehr geholfen habt. Und jetzt hinfort mit euch. Halt! Habt ihr noch nützliche Ausrüstung? Nein. Dann hinfort. Weg. Wir brauchen euch nicht mehr. Eure Dienste werden nicht entlohnt und sind auch nicht weiter vonnöten.
Der Zwerg ist nämlich wohl wieder wohlauf. So. Na gut, dann nehmen wir die Frenja wieder rein. Ja, jetzt ist er hier wieder voll da. Wunderbar. Er ist jetzt noch lang genug mit diesem Fluch durch die Gegend gewankt. Ich finde es nur fair, dass das jetzt so gelaufen ist. So. Speichern, ganz wichtig. So, und ich würde sagen, nächsten Donnerstag, jetzt kommt's, machen wir dann den Dungeon hier erstmal fertig. Und dann gucken wir mal, ob wir noch einen Kartenteil finden. Irgendwo muss ja noch eins sein. Ich glaube, wir brauchen nämlich noch mindestens eins, um das Spiel lösen zu können. Aber wir haben ja noch ewig Zeit. Es ist ja jetzt gerade mal der erste Winter. Ich glaube, man hat so knapp 2 Jahre Zeit bei dem Spiel, um das alles hinzubekommen. Ja, ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Den 12. zum Gruß auf jeden Fall.